Herzlich willkommen auf dem Kanal. Heute gucken wir uns mal auf LMU einen neuen Kurs an, der jetzt gerade gekommen ist beim letzten Patch oder beim nächsten DLC, den sie jetzt rausgebracht haben heute. Es geht um Austin, Texas in den USA und es geht auch gleich auf neue Fahrzeuge. Und ich habe mich mal gefreut auf die Alpine, die fährt wirklich sehr gut. Und die werden wir uns jetzt mal angucken. Und die Zeiten sind so unter 2 Minuten, die man fahren kann. 1,58 habe ich schon mal geschafft, aber es war sehr, das ist noch ziemlich wackelig, weil der Kurs eigentlich nicht besser ist wie das Erbringen. Da springt man und baumt man, wie man will. Und das sitzt richtig heftig. So, dann gucken wir mal an. Soundtechnisch ist wirklich sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, das ist heftig, aber das Auto fährt wirklich auch sehr gut. Aber du hast hier jetzt einen Winkel von 360, den brauchst du auch, sonst kommst du nicht um die Kurve. Und wirklich, dieses Circuit ist wirklich sehr huppelig, so wie beim Sebring. Und da muss man wirklich sehr gut auch den Bremspunkt setzen und so weiter. Ich lasse euch weiterschauen, dass ihr mal seht, was so der Kurs so bringt. Also das Auto sieht wirklich sehr, sehr schön aus von außen. Wie ihr sehen konntet, musste ich oft in den zweiten Gang, in den engen Kurven gehen, sogar im ersten. Und es war schon ziemlich rutschig und der Winkel von 360 ist gerade so im Limit, dass man auch wirklich die Kurven hier bekommen kann. Der wird also auch empfohlen. Und es ist überhaupt nicht so einfach, mit dem neuen Auto mal mit einer neuen Strecke sich zu vertraut zu machen, obwohl ich den amerikanischen Texas sehr gut kenne, auch von der F1. Aber das ist wirklich nicht einfach, wie man sieht.
gesagt, wir haben jetzt hier mal die Alpine gesehen. Wir haben ja noch ein zweites Fahrzeug. Wollte ich euch mal gleich zeigen. Also mit der Alpine habe ich jetzt mal eine 1,589 gemacht. Und mit dem anderen Fahrzeug, was ich jetzt noch hier probiert habe, was auch in dem DLC drin ist, ist der Isotta Type 06224 Flaschini. Und der ist auch ziemlich nervös und wackelig auf den Beinen. Was auch noch dazu kommt, obwohl ich eigentlich die Bremskraft ein bisschen runtergeschraubt habe und den Bremsbalance ein bisschen dahin geschraubt habe, sind trotzdem sehr gerne die Bremsen oder die Reifen in den Blockierungszustand gekommen. Was man halt auch so hier sehen kann. Also das Fahrzeug ist wirklich sehr schön und aber wirklich sehr nervös und sehr heftig, wie man halt in den Kurven ganz anders fahren muss und die Reifen blockieren auch viel schneller. Da muss man ganz vorsichtig mit der Bremse und mit dem Runterschalten sein, um das auch gut zu meistern. Sehen könnt, ich habe hier sogar eine bessere Zeit gemacht von der 1,58,339, wo ich mit der Alpine nur eine 1,589 geschafft habe oder 8. Und da merkt man halt schon, er hat schon Power, aber er ist sehr nervös auf der Hinterachse und die blockierenden Reifen, die machen wirklich es noch viel schwieriger. Und aber die zwei Autos sind interessant, sind ein bisschen schwieriger zu handhaben als das, was wir halt so kennen. Obwohl eigentlich die Fahrphysik ziemlich genau ist und ziemlich gut, muss man halt mit dem Bremsen und Bremspunkte wirklich sehr, sehr gut aufpassen. Auf diesem Circuit hier in Amerika, Texas. Und
haben wirklich den Circuit sehr gut hingekriegt, obwohl es halt sehr wackelig ist auf den Beinen und so wie auf dem Sebring in manchen Kurven so richtig abflugsbereit sein kann, wenn man im falschen Moment die Bremse betätigt und falsch schaltet. Da fliegt man gleich raus und ist außerhalb des Circuit, ne? Muss man halt wissen. Aber das DLC ist wirklich für 12 Euro gelungenes DLC. Und ich muss sagen, es macht sehr viel Spaß. So, das war es einmal von meiner Seite, was ich jetzt euch mal zeigen wollte über diesen neuen DLC. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video demnächst. Ciao.